Denne Tatz, der Teufel lost'n Fatz, der Teufel lost'n Drachensteiche, der Kattel war zu kurz. Den Tod, den Tod, den Tod niemand zwingen Zelle, Bölle, Schelle, Katzgarde, Wallisselle, kommt sie wieder heim, hat sie Rumme bei, biff, baff, puff, und du bist dus.
die Polizei gestern in Rostock mit. Das Kind war am Mittwoch im Garten auf dem Arm seiner 48 Jahre alten Großmutter, als diese ausrutschte und mit dem Jungen zu Boden fiel. Erläuterten die Ermittler gestern, einer war bei dem Pfeil auf den Schäferhund in der Familie, habe dann das amputierte Kind angegriffen. Beide Schäferhunde seien auf Wunsch des Halters dem Großvater des Kindes eingeschläfert worden. Datschen, Ähne in der Fresse klatschen, Ähne noch dazu und raus bist du. Die Gruppe Frauen im Gespräch lädt am Dienstag, 30. November ab 19.30 Uhr ins Kaiserzimmer des Salimer Friedhofs zum Adventstreffen mit Irmgard Lipp ein. Katholischer Frauenbund St. Paul. Unser Stern ist erloschen, der Mittelpunkt unseres Lebens ist von uns gegangen. Doris Ingrid Eberhard, geboren am 3.3.1946, gestorben am 24.11.2010, mit bewundernswerter Haltung und nun nachgiebigen Willen hat sie ihre schwere Krankheit bis zuletzt die Stirn geboten. In tiefster Trauer und voll Dankbarkeit, Dieter Eberhard, Silke Eberhard und Arno Fink mit den Kindern Niklas, Fabian und David Valentin. Die Beisetzung findet am Dienstag, den 30. November 2010 um 13.30 Uhr auf dem Friedhofen in Deizisau statt. Ene, mene, ming, mang, ping, pang, asse, passe, akka, daya, aya, vaya, weg. Den Tod, den Tod, den Tod, den Tod, den Tod, nie niemals finden weiteren Leben. Wir hätten eigentlich ein Weihnachtslied singen müssen, gell? Ja. Das könnte man ja jetzt noch mal sagen.